Sie fliehen vor Not und Elend im Krieg. Aber offenbar sind auch einige von ihnen auch hier bei uns in NRW nicht sicher. Insbesondere Frauen und Kinder in unseren Flüchtlingsheimen. In 178 Fällen von sexueller Gewalt ermittelt die Polizei. Olaf Lehne ist im Ausschuss für Gesundheit und Soziales in Düsseldorf, arbeitet schon seit Jahren mit Flüchtlingen. Vor allem die kulturellen Unterschiede und auch die mangelnde Wertschätzung Frauen gegenüber sind für ihn das Problem. Es prallen natürlich hier und da auch schon mal Kulturen aufeinander. Viele verstehen das gar nicht. Wer als Beispiel aus den nordafrikanischen Ländern kommt, da ist ja die Kriminalitätsquote außergewöhnlich hoch hier in Deutschland. Der kennt das zu Hause nicht anders. Da ist auch die Wertigkeit eine völlig andere. Da ist die Frau nichts wert. Das NRW-Innenministerium bestätigt in einer Antwort auf die Kleine Anfrage der Piraten unter anderem 42 Anzeigen im Bereich der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung und sogar 25 Anzeigen von Kindesmissbrauch. Rund 234.000 Flüchtlinge leben hier aktuell in Nordrhein-Westfalen. Viele davon auf engstem Raum. Vorübergehend eng aufeinander wohnen, das führt zu Konflikten. Wir begegnen denen mit zusätzlicher polizeilicher Präsenz, mit Sicherheitsunternehmen in unseren Einrichtungen. Wir tun alles, damit Menschen dort, die vor Gewalt fliehen, sicher untergebracht sind. Und trotzdem kann es keine hundertprozentige Sicherheit geben. Aber die Zahl der Straftaten in diesen Einrichtungen ist verhältnismäßig gering. Wie viele von diesen Anzeigen auch tatsächlich strafrechtliche Folgen haben werden, ist noch unklar.